Schüler und Schülerinnen der 5. Klassen. Ich möchte euch ganz herzlich zum Kennenlernen-Nachmittag mal anders begrüßen. Ich bin Martin, der Schulsozialarbeiter. Kommt doch einfach mal mit hinein. Jetzt seid ihr bestimmt total gespannt, was euch erwartet. Ich werde euch jetzt alle wichtigen Orte der Schule zeigen. Wir beginnen im Untergeschoss und arbeiten uns dann Stück für Stück nach oben. Bevor wir allerdings mit dem Rundgang beginnen können, ist eines jedoch ganz wichtig. Ah, ganz wichtig, Hände waschen nicht vergessen. Und das mindestens 30 Sekunden lang. Wir schauen mal zusammen ins Selbstlernzentrum zu Frau Müller. Das befindet sich hier unten im Keller. Kommt mal mit. Ja, ihr befindet euch hier im Selbstlernzentrum der Schule. Das ist ein Souterrain. Ihr könnt euch hier von 8 bis 16.30 Uhr Bücher ausleihen und hier aufhalten. Ihr arbeitet hier auch im Unterricht, im freien Unterricht an den PCs. Ihr könnt Drucker benutzen, Kopierer benutzen, könnt euch Freizeitliteratur und Fachliteratur ausleihen. Wir haben auch tüchtige Klassenbücher, Spaßbücher also, wir haben auch Zeitschriften. Also wir würden uns über euren Besuch sehr freuen. Hallo, da seid ihr ja endlich. Ich warte schon auf euch. Guckt mal hier, das ist unsere Druckerei. Im Moment muss sie natürlich auch gerade wieder schlafen, aber hier, guck mal drunter unter die Decke hier. Das ist eine alte Druckmaschine. Guck mal hier steht dran, wie alt die ist. Da. 1965, wahrscheinlich älter als eure Eltern. Und wenn man Lust hat, hier mitzuarbeiten, dann braucht man ein bisschen Geduld. Aber es macht Spaß. Hier in der Druckerei befindet sich gleich die Holzwerkstatt. Auch da können wir mal hineinschauen. Seid ihr ja wieder. Aha. Guck mal, was ich hier alles Schönes habe. Aha, ein Arm, ganz schön. Oder hier. Oh, eine Säge schöner als die andere. Da müssen wir doch gleich mal probieren, wie es funktioniert. Ihr habt hier Gelegenheit, sowas zu tun. Bei einer AG, aber auch in der Studienzeit. Da werden hier Insektenhotels gebaut. Und ja, da können wir euch mal ausprobieren. Natürlich haben wir auch einen Schülerbandraum, in dem ihr unzählige Stunden proben könnt. Hier befinden sich die Schließfächer und ein Tischkicker. Ebenfalls hier unten im Keller befindet sich der Hausmeister. Wir schauen mal nach, ob er sich irgendwo hier gerade herumtreibt. Keiner da. Vielleicht finden wir woanders. Vielleicht ist er irgendwo draußen. Wir schauen mal draußen nach. Da habe ich ihn gefunden. Er gießt gerade. Hallo, ich bin der Hausmeister. Hier im Erdgeschoss befindet sich mein Büro. Schulsozialarbeit. Seht ihr ja. Hier im Büro der Schulsozialarbeit könnt ihr jederzeit vorbeikommen. Falls ihr Probleme bei schulischen Angelegenheiten habt, oder euch sonst irgendwas auf dem Herzen liegt, kommt einfach vorbei. Fischi hat schon einige Kinder getröstet und Tränen getrocknet, also gar kein Problem. Wir können uns aber auch im Club einen Lernen sehen. Das ist ein Unterrichtsfach am christlichen Gymnasium. Und zwar geht es dort um Erwachsenwerden oder um den Klassenrat. Zivilcourage ist auch ein großes Thema. Klima, also ganz, ganz viele unterschiedliche Themen, die das Soziale betreffen. Das machen wir dann alles zusammen. Direkt gegenüber vom Büro der Schulsozialarbeit befindet sich das Schülercafé, wo ich mich gerade befinde. Hier verbringen die größeren Schüler ihre Zeit in den Pausen. Dort könnt ihr auch mal einen Blick auf das Angebot des Schülercafés werfen. Und dann gibt es noch den Schülerkiosk. Der wird auch von Schülern betrieben. Hallo und willkommen im WG-Raum. Hier haben wir meistens unseren WG-Unterricht, wenn wir nicht gerade Proben zum Beispiel im Gemeindehaus oder in der Mensa, die wir dann aufführen. Und das ist der Requisitenschrank, da nehmen wir solche Dinge her. Und hinter der Gardine sind ganz, ganz viele Kostüme versteckt. Und dann nehmen wir die mal her zum Spielen. Also DG bedeutet Darstellen und Gestalten und ist ein ganz tolles Unterrichtsfach, was es hier in der Schule gibt. Das kann man freiwillig machen in den kleineren Klassen und in der 11. und 12. Klasse kann man das sogar als richtiges Fach wählen.
dann führen wir das auf und genau, dann kann jeder kommen, wer will. Auf geht's in die erste Etage. In der ersten Etage findet sich das Sekretariat und auch die Schulleitung. Hallo liebe zukünftige Schülerinnen der 5a und 5b. Ich bin Susanne Raab, ich bin die Schulleiterin von CG. Ich bin Birgit Hoffmann, ich bin die Sekretärin hier bei uns. Und wir freuen uns schon sehr, dass ihr kommt. Wir befinden uns hier im Raum der Stille. Ja, und wir stehen hier vor einem Bild. Das Bild hat Sigurd Köhler gemalt und es heißt Komm, folg mir nach. Ihr seht hier Schülerinnen und Schüler, ganz verschiedene Menschen, die Jesus nachfolgen. Und das wollen wir hier auch ein Stück weit im CGJ mit euch leben. Das Lehrerzimmer. So leer war das noch nie. Wer weiß, wo die gerade alle hin sind. Ich glaube im Unterricht. Ach du liebe Zeit, ich komme zu spät zum Kennenlernnachmittag. Ach nee, muss ja ausfallen wegen Corona. Fiona, Hanna, Naomi, Jakob, kennt ihr alle gar nicht. Aber ihr kennt mich ja auch noch nicht und wir werden uns schon noch kennenlernen. Und mein Name ist Jörg Steinitz. Ich bin der neue Klassenlehrer der 5a. Und vermutlich werde ich die 5a und die 5b in Deutsch unterrichten und vielleicht auch noch in Religion. Und ich bin verheiratet und habe zwei Töchter und wollt ihr sonst noch was wissen? Er geht jetzt schlecht. Das verschieben wir dann auf nach den Sommerferien. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf euch und grüße euch ganz herzlich. 5b. Das wird meine Klasse. Hallo, ich bin die Klassenlehrerin, die zukünftige Klassenlehrerin der Klasse 5b und stehe hier in unserem zukünftigen Klassenraum. Ja, euer Steckbrief fällt mir da ein. Vergesst bitte nicht, mir einen zu schicken. Im Buchformat A4. Ich möchte alles über euch wissen. Meinen Steckbrief habe ich euch schon zugeschickt. Und jetzt bin ich ganz gespannt, was ihr über euch erzählt. Und es geht weiter nach oben in die zweite Etage. Der Informatikraum. Hier machen wir bestimmt auch mal ein cooles Medienprojekt. In der zweiten Etage befinden sich sonst nur Klassenräume. Und noch weiter nach oben in die dritte Etage. Ich bin schon ganz erschöpft. Hier befindet sich der Kunstraum. Wir schauen mal hinein. Kommt mal mit. So. Oh, so. Ich bin hier ganz alleine in diesem großen Kunstraum. Ich hab so schöne Sachen hier. Habt ihr sowas auch? Da kann man so richtig. Ganz richtig. Schaut mal. Habt ihr da nicht auch mal wieder Lust drauf, hier so alles auszuprobieren, was es so Schönes gibt? Ja. Schon auf euch. Schauen wir doch mal in den Musikraum, was sich hier abspielt. Ich bin der Musiklehrer am Christlichen Gymnasium. Mein Name ist Philipp Scheffler und ich freue mich, wenn du kommst und wir gemeinsam singen können. Ein Lied, das die 5. Klassen lieben, ist der Wasserhahn. Ich fange gleich mal mit dem Refrain an. Von der Musik zur Physik. Hier seht ihr also den Physikraum. Hey, dann kommt mal mit, ich zeige euch mal den Chemieraum. Oh, guck mal, hier läuft sogar ein Experiment. Wir haben im Chemieraum hier ein kleines Experiment, wo ich einfach mal Zink mit Schwefel werfen werde. Zuletzt zeige ich euch in der dritten Etage noch den Biologieraum. Der menschliche Körper, sehr interessant. Hinter mir befindet sich noch der Schulhof und die Mensa hier drüben.
Da gibt es immer was Leckeres zu essen. Und wenn wir jetzt einmal draußen sind, können wir gleich noch ein kleines Spiel machen, was ihr zu Hause einfach nachmachen könnt. Umpa, Lumpa, Lumpa, Umpa, Onken, Donken, Donken, Onken, Iten, Titen, Titen, Iten, Liefken, Briefken, Worten, Pass, Liefken, Wurten, Tu. Und jetzt könnt ihr es einfach nachmachen. Hier befindet sich die Turnhalle. Schauen wir mal, ob wer drin ist. Hallo, hier ist die Turnhalle, wie man an den Sportgeräten sieht, und an der Sportlehrerin. Mal gucken, was wir noch in der Schule haben. Jetzt müssen wir wieder zur Tür raus. Oh, das ist unser Multifunktionsfeld. Da sportelt die zweite Sportlehrerin.